Ja, genau so ist es, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich aus dem Reichstagsgebäude. Der Bundestag hat gestern bis knapp 2 Uhr beraten und er hat auch nur dann aufgehört, nachdem ein Hammelsprung, den die AfD beantragt hatte, schiefgegangen ist. Es waren nicht mehr genug Abgeordnete da für die Abstimmung. Heute geht es also hier weiter und das Thema heute, vor allen Dingen steht da die Bundeswehr im Mittelpunkt. Es geht nämlich zum einen um die NATO-Nordost-Erweiterung, Beitritt von Finnland und Schweden. Deutschland wird das erste Land sein, was heute sowohl im Bundestag wie auch im Bundesrat diesen Beitritt ratifizieren wird. Und dann geht es um die Folgen des Gipfels in Madrid der NATO, nämlich um eine neue Streitkräftestruktur. Auch das große Herausforderung für die deutsche Bundeswehr, über die man mal reden muss. Und das werde ich jetzt tun mit den beiden verteidigungspolitischen Sprechern von FDP und AfD, Alexander Müller und Rüdiger Lukassen. Herr Müller, fange ich mit Ihnen kurz an. Die Finnen und die Norweger wollen, pardon, und die Schweden wollen jetzt also in die NATO. Das sind zwei Länder, die haben hervorragend Armeen, die sind gut ausgebildet, die sind auch stärkenmäßig recht ordentlich aufgestellt. Allerdings bringen sie 1300 Kilometer Grenze zu Russland mit. Ist das jetzt für den Rest der NATO, den 30 anderen, die das jetzt ratifizieren müssen, eigentlich eine Stärkung oder eine Schwächung dieser Beitritt? Ich sehe das als eine Stärkung, denn diese Grenze war ja schon immer vorhanden und die Bedrohung für Finnland war ja auch schon immer da. Das heißt, insbesondere die Finnen haben eine sehr lange Grenze und die sind darauf vorbereitet. Finnland und Schweden, beide haben sehr starke Armeen und das wird die NATO insgesamt stärken. Herr Lukassen, Putin hat sich doch scheinbar völlig verrechnet. Jetzt gibt es nämlich dann doch Länder, die der NATO beitreten, also eine weitere Osterweiterung, das wollte er verhindern. Und die NATO, die mal von dem einen oder anderen schon als Hirntod bezeichnet wurde, die ist jetzt wieder richtig zusammengerutscht. Und man hat das Gefühl, da tut sich was. Hat sich Putin da völlig verrechnet? Also ich bin 1973 Soldat geworden, also Soldat in der Zeit des Kalten Krieges. Wir hätten uns damals sicherlich diese Unterstützung im Nordosten gewünscht. Jetzt kommt sie innerhalb von wenigen Wochen. Also ganz klar, Putin muss sich da verrechnet haben. Herr Müller, dieser Beitritt der beiden Länder ist ja nicht ganz ohne Kritik. Die Linke wird hier heute mit Nein stimmen und zwar argumentiert sie, da gab es einen schmutzigen Deal zwischen der Türkei und diesen beiden Beitrittsstaaten. In der Tat verlangt der türkische Präsident die Auslieferung unter anderem von 78 Menschen, die in Schweden Zuflucht gesucht haben, von der Gülen-Bewegung zum Beispiel, ehemalige PKK-Leute. Ist das der Preis wert? Bei der Linken darf man da nicht so genau drauf gucken. Die Linke ist generell NATO-Gegner, das ist nun mal so. Und deswegen würden die auch mit anderen Mitteln den Beitritt ablehnen. Was man jetzt dem Herrn Erdogan genau zugesagt hat, ist noch unklar. Ob er wirklich durchgesetzt hat, dass ausgeliefert werden muss, ist noch nicht klar. Klar ist, dass er eine andere Auffassung von Terrorismus hat als manch anderer und dass er gewisse Forderungen stellen wird, Sicherheitsgarantien haben will. Aber ob da jetzt wirklich Menschen ausgeliefert werden, muss man mal schauen. Es ist ein Problem, Herr Lukassen. Wie wird die AfD damit umgehen, auch mit der Abstimmung heute, wenn Sie zustimmen? Wir werden diesem Beitritt zustimmen, aber die Rolle der Türkei im ganzen Prozess des Beitritts von Finnland und Schweden wirft wirklich einen Schatten auf diese Politik und vor allen Dingen auf die Türkei. Ein so unverlässlicher Partner, der Europa erpresst, in der Tat erpresst, auch mit den Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen für sein Votum, der gehört nicht in die Europäische Union und die Europäische Gemeinschaft. Da gehört er auch noch nicht zu, aber er ist NATO-Mitglied. Das ist ja grundsätzlich, Herr Müller, immer schon ein Problem gewesen, da auf der Flanke mit den Griechen gemeinsam. Das wird keine große Freundschaft mehr werden. Man ist doch immer wieder überrascht, welche Reibereien da auftreten. Und die NATO hat aber genauso wie die Europäische Union eigentlich keine richtige Handhabe gegen diesen türkischen Sonderweg, sage ich mal. Ja, man muss halt immer sehen, die EU ist eine Wertepartnerschaft, während die NATO ein Militärbündnis ist. Das ist ein Unterschied. Das heißt, es gibt keine Wertepartnerschaft mit der Türkei, dass wir im Bereich Menschenrechte zum Beispiel uns einig wären. Aber man muss auch sehen, wenn man jetzt versuchen würde, die Türkei in irgendeiner Form loszuwerden, was ohnehin nicht geht, das funktioniert nicht, aber dann würden die sich wahrscheinlich sehr schnell Russland annähern und das wäre für die Sicherheit in Europa nicht gut. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir diplomatisch das Problem gelöst kriegen.
Man muss aber auch als Deutschland schauen, wie man das inhaltlich hinkriegt, das neue Streitkräftemodell, was in Madrid beraten worden ist. Das sieht einen Aufwuchs der schnellen Eingriffskräfte von 40.000 auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten vor. Das ist eine Menge und auch Deutschland ist da massiv gefordert. 15.000 Soldaten sollen zur Verfügung gestellt werden, die sofort innerhalb kürzester Zeit an dem Brennpunkt erscheinen könnten. Man hatte das in der Mittelfristplanung der Bundeswehr immer schon mal angedacht für das Jahr 2028. Jetzt sagt die Verteidigungsministerin, wir geben uns alle Mühe bis 2024. Herr Stoltenberg ist sehr optimistisch und redet von 2023. Ist das überhaupt zu schaffen für die Bundeswehr? Also es sieht absolut nicht danach aus. Und hier hat sich die Verteidigungsministerin mit Sicherheit mal wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Die Kräfte WGTF, die 2023 bereitstehen sollen, wird die Bundesregierung, das BMVG, kaum schaffen aufzustellen. Jetzt also bis 2024, 2025 ein Divisionsäquivalent, und das sind ja 15.000 Soldaten, zusätzlich mit 65 Luftfahrzeugen und 20 Marineeinheiten, da kann jeder sachkundige Verteidigungspolitiker, egal von welcher Fraktion, ihn erklären, das wird das BMVG nicht schaffen. Zumal die Bundeswehr ja selbst noch eine Lücke hat von rund 20.000 Soldaten, von 183.000 auf 203.000, die beabsichtigt sind. Und wir haben 12 Auslandseinsätze, über 2000 Soldatinnen und Soldaten gebunden. Ist die Bundeswehr im Moment überhaupt in der Lage, diese Personalanforderungen alleine zu erfüllen? Das Programm ist ambitioniert, das ist ganz klar. Da muss die Bundeswehr sich ganz schön strecken, aber das ist zu schaffen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt 15.000 neue Soldaten einstellen müssten, um diese Division aufstellen zu können, sondern die Soldatinnen und Soldaten sind vorhanden. Sie werden halt anders befohlen in Zukunft. Das heißt, in Zukunft wird in Brüssel von der NATO aus entschieden, ob die Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden oder nicht. Da gibt es eine Notice to Move, eine Notice to React, und es ist halt dann nicht mehr der Generalinspekteur, der über die Soldaten frei verfügen kann, sondern Brüssel, die NATO wird das sein. Aber die Soldatinnen und Soldaten sind größtenteils vorhanden. Wir werden natürlich weiter rekrutieren müssen, aber wir müssen nicht 15.000 Soldaten neu einstellen dafür. Ist da was dran, dass die Verteidigung Deutschlands jetzt nicht mehr am Hindukusch stattfindet, sondern an der Ostflanke der NATO? Würden Sie das unterschreiben? Wir sind vor diese Tatsache gestellt worden. Der Angriffskrieg Putins hat zwangsläufig die Bedrohungsanalyse, die schon seit 2014 natürlich bestanden hat, noch mal verstärkt. Und insofern, wenn verteidigt werden muss, dann in Europa. Und deswegen ist auch der Beitritt Finnland und Schwedens eine große Stärke, und sie muss genutzt werden, den europäischen Pfeiler der NATO deutlicher herauszustellen. Es geht nicht mehr um irgendeine europäische Armee, und es muss auch um mehr Unabhängigkeit von den USA gehen. Der europäische Pfeiler der NATO wird gestärkt. Diese 15.000 Mann sind vorhanden, haben Sie gerade gesagt, werden nur unter ein anderes Kommando gestellt. Ist das auch einer der Gründe, warum die Verteidigungsministerin sich wirklich äußerst zäh anstellt bei der Frage, Waffen an die Ukraine abzugeben, weil die vielleicht gar nicht vorhanden sind? Der Generalinspekteur hat auch gesagt, wir brauchen unsere 824 Fuchspanzer. Gestern ist ja da eine Abstimmung der CDU-CSU abgeschmettert worden. Ist das wirklich so? Der Herr Faber, Ihr Parteifreund, hat gesagt, das ist doch Quatsch, wir können denen sofort 200 Panzer liefern. Nee, das können wir nicht. Der Generalinspekteur hat, glaube ich, da die meiste Ahnung, und er hat ganz klar gesagt, die 200 Füchse brauchen wir. Da muss man auch dazu sehen, die Ukraine braucht Mannschaftstransportfahrzeuge. Der Fuchs ist ein Mannschaftstransportfahrzeug, aber der Fuchs in der Bundeswehr hat verschiedene Aufgaben. Der ist ABC-Spürpanzer, der ist Sanitätsfahrzeug, der ist Funkstörwagen mit ganz vielen Antennen obendrauf. Und dieser Umbau ist sehr schwierig. Sie können nicht jeden Fuchs einfach in einen Mannschaftstransportwagen umbauen. Und deswegen sagt der Generalinspekteur, so einfach ist es nicht. Wir können die Füchse nicht einfach rausschneiden. Wir haben Bündnisverpflichtungen, wir haben ein Fähigkeitsprofil. Das wollen wir für die Bundeswehr erhalten. Wir wollen verteidigungsbereit sein. Und wenn wir diese Anforderungen erfüllen wollen, und das ist auch unser gemeinsamer Antrag im Bundestag vom April, auf den die CDU ja rekurriert, der sagt genau das, wir müssen verteidigungsfähig bleiben, dann dürfen wir nicht einfach große Mengen Material einfach rausschneiden und abgeben. Ich kann mich an ein Interview von Robert Habeck erinnern, was er, ich glaube, in der ARD gegeben hat, wo er gesagt hat, es ist ja die Frage, wo wir uns verteidigen. Ist das in der Ukraine schon die Verteidigung der westlichen Wertegemeinschaft? Dann können wir da auch Material hingeben. Ich weiß, dass Sie sehr kritisch da mit dem Einsatz in der Ukraine sind, aber als ehemaliger Militär, wäre es nicht notwendig, wenn man der Ukraine helfen will, jetzt richtig massiv dort zu helfen, auch mit Material? Also auf jeden Fall
muss man erstmal feststellen, ist die Ukraine kein NATO-Mitglied. So einfach ist es also nicht, dort sich auch militärisch zu engagieren. Und wir stehen diesen Waffenlieferungen auch sehr ambivalent gegenüber. Denn sie sind zum einen, und das kann niemand bestreiten, auch eine Voraussetzung dafür, dass ein Krieg eskalieren kann. Und jede Eskalation gilt es zu vermeiden, sondern diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Naja gut, aber das wird dann der Diktatfriede werden, den Herr Putin dann erlassen wird, Herr Lukassen. Und das will natürlich weder der Bundeskanzler noch die westliche Gemeinschaft. Das sehe ich noch nicht unbedingt so, dass es ein Diktatfrieden werden muss. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, außer militärischen, die Russische Föderation so unter Druck zu setzen, dass sie von weiteren kriegerischen Absichten ablässt und dass es zu Verhandlungen kommen kann. Die müssen erst mal begonnen werden. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass die Bundesregierung sich in jeglicher Weise bemüht, Verhandlungen, internationale Verhandlungen in Gang zu setzen. Herr Müller, wenn wir uns das angucken, was auf die Bundeswehr dazukommt, unabhängig jetzt von der Frage, wie viele Waffen wir noch an die Ukraine liefern werden, dann muss man schon sagen, wie können wir das in Zukunft erfüllen? 183.000 Soldatinnen und Soldaten hat die Bundeswehr im Moment. Die meisten sind keine Wehrpflichtigen. Es gibt ja den einen oder anderen, einer steht neben Ihnen, der die Wehrpflicht fordert. Wäre das in dieser Situation sinnvoll? Nein, die Wehrpflicht würde uns überhaupt nicht weiterhelfen. Erstens mal ist sie unrealistisch, weil wir die Kapazitäten gar nicht haben. Wir müssten Kasernen bauen. Die Wehrpflichtigen werden ja untergebracht, die schlafen ja in der Kaserne. Das haben wir alles gar nicht. Wir haben keine Ausbilder, wir haben nicht die Uniformen, Waffen und so weiter. All das müssten wir erstmal uns zulegen. Das wäre gleich wieder ein 100-Milliarden-Paket, was wir erstmal brauchten, um überhaupt eine Wehrpflicht einführen zu können. Das Argument habe ich schon mal gelesen. Wir haben 1457 Liegenschaften und die Bundeswehr besitzt ein Gelände, was zusammengerechnet größer ist als das Saarland. Wir haben nicht genug Platz, um neue Rekruten unterzubringen. Das ist ein komisches Argument. Platz haben wir schon, aber keine Gebäude. Die Grundstücke haben wir, aber bauen Sie mal bei der Bundeswehr eine neue Kaserne. Da warten Sie 15 Jahre von dem ersten Planungsschritt, bis das Ding gebaut ist. Viel Spaß, da können Sie in 15 Jahren eine Wehrpflicht haben. Herr Lukassen, Sie fordern es. Wie soll es gelingen? Also ich muss meinem geschätzten Kollegen Müller absolut widersprechen. Das ist eine Antwort auf eine Wehrpflicht, wie sie vor 2011 war. Da muss man auch neu denken. Man muss nicht gleich alle Wehrpflichtigen in Kasernen stopfen. Das zeigt uns ja auch variable Modelle, wie sie in Schweden üblich sind. Wichtig ist, dass Wehrpflichtige kommen und Aufgaben in Grundbetrieb übernehmen, für die wir keine Spezialisten brauchen, damit die Bundeswehr Spezialisten freisetzen kann für höherwertige Aufgaben. Und es ist vor allen Dingen auch eine volksmoralische Angelegenheit, denn Deutschland muss erst mal erkennen, dass es eine Wehrfähigkeit benötigt. Wir können darüber diskutieren, dass wir eine Bedrohung haben, aber wenn das deutsche Volk und alle rechtmäßig in diesem Land lebenden Menschen das nicht nachvollziehen, dann ist nichts damit gewonnen. Da hat doch Herr Lukassen einen Punkt gemacht, denn in der Tat ist es ja in der Ampelkoalition so, dass der linkere Teil ihrer Ampelkoalition in der Tat, glaube ich, noch nicht so weit ist zu sagen, das wird unsere Zukunft und unsere Realität sein, nicht nur die 100 Milliarden. Wir brauchen die 2% Militär, um unser jetziges Leben abzusichern, ist wieder notwendig. Man hatte ja geglaubt, dass nach der Blockkonfrontation das Leben herrlich wird und nie wieder irgendeine deutsche Waffe irgendwo kämpfen muss. Aber die Realität scheint doch eine ganz andere zu werden, oder? Ja, und mich als FDP-Vertreter brauchen Sie da nicht katholisch machen. Wir haben im Koalitionsvertrag versucht, die 2% reinzuverhandeln. Es ist uns damals nicht gelungen. Unsere Partner wollten das nicht. Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt und haben das 3%-Ziel für Triple D, also Defense, Verteidigung, Development, Entwicklung und Diplomacy, also das Auswärtige Amt, insgesamt reinverhandelt. Aber wir hätten uns die 2% gewünscht und wir fordern die auch seit vielen Jahren. Also mit der FDP haben Sie da keine Probleme. Litauen ist ein Schwachpunkt in der Verteidigungsfähigkeit der NATO, denn da ist das Territorium zu Kaliningrad, aber auch zu Belarus, glaube ich, 80 Kilometer ist das maximal, da diese Enge. Und da ist ja Deutschland jetzt schon aktiv mit 1000 Soldaten. Die Verteidigungsministerin hat, glaube ich, noch im Frühjahr gesagt, wir haben natürlich Probleme bei solchen Einsätzen, weil teilweise unsere Funkgeräte nicht kompatibel sind mit denen der anderen NATO-Staaten. Jetzt wollen wir innerhalb kürzester Zeit dort weitere 600 Soldaten hinschicken. Wir müssen insgesamt 15.000 bereitstellen für den Gesamtaufwuchs der schnellen Eingreifkräfte. Sind wir überhaupt technisch in der Lage, das bis zum nächsten Jahr, was Herr Stoltenberg sagt, oder vielleicht bis zum übernächsten Jahr, was die Verteidigungsministerin sagt, zu leisten?
Also die Kompatibilität von Gerätschaften in Streitkräften, das ist immer ein NATO-Problem gewesen. Und mit diesem schnellen NATO-Beitritt von vielen Ländern seit 1999, 2004 und jetzt Schweden und Finnland, wird dieses Problem nicht geringer werden. Aber das muss die Operation von Streitkräften nicht mindern. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene die Operation durchgeführt wird. Und es muss nicht immer die unterste Ebene vollkommen kompatibel miteinander sein. Also das halte ich durchaus für möglich. Aber es ist vor allen Dingen eine geostrategische Komponente. Mit dem Beitritt von Finnland jetzt die baltischen Staaten auch zu sichern, heißt auch den Ostseeraum zu beherrschen. Das ist natürlich ein Vorteil für die NATO in der Tat. Und ich habe es ganz am Anfang gesagt, eigentlich sind die beiden Länder gut aufgestellt. Jetzt kommt noch die Spezialität dazu. Dauerhaft kann man dort keine NATO-Soldaten stationieren wegen der NATO-Russland-Akte. Wie wird das in Zukunft aussehen? Werden dort NATO-Truppen stationiert oder sind beide Länder stark genug, zunächst alleine zu agieren? Ich denke, überwiegend werden die Soldatinnen und Soldaten hier sein. Wir werden das Material wahrscheinlich größtenteils bereits dort im Baltikum stationieren, weil die Notice to Move einfach reduziert wird. Wir müssen uns schneller bewegen können. Wir müssen kaltstartfähig sein in der Zukunft. Aber die große Masse der Soldatinnen und Soldaten wird hier sein. Aber weil Sie die NATO-Russland-Grundakte ansprechen, dieses Rotationsprinzip, was dort drin steht, also keine feste Stationierung, ich denke, daran wird gerüttelt, weil die Grundlagen der NATO-Russland-Akte ja auch weg sind. Die NATO-Russland-Akte geht von einem friedlichen Verhalten aller aus. Das hat Russland definitiv gebrochen. Und da diskutiert man im Moment drüber, wie man mit dieser Akte insgesamt generell umgehen will. Herr Müller, Herr Lukasen, vielen Dank. Drinnen geht es jetzt los, meine Damen und Herren. Beitritt von Schweden und Finnland in die NATO. Der Deutsche Bundestag und heute Nachmittag der Bundesrat wird das ratifizieren. Damit wird Deutschland der erste von 30 NATO-Staaten sein. Allerdings ist die Frage, ob es dann wirklich zum Beitritt kommt, das hängt dann letztlich an der Türkei. Warten wir es mal ab und ich gebe rein.